Vierstunden der Rhein-Motor, der verlässt sich auf Wasserstoffperoxid als Antrieb. Es ist. Bitte jetzt sehr leise sein. Erik de Boul muss Ruhe um sich herum haben, damit er genau hört, wie seine Drücke und Ventile ab. Mit der Hose waren hier die chemische Reaktion vorbereitet, aber er schüttelt den Kopf, der Erik. Das ist ungewöhnlich bei jemand, der schon seit über 20 Jahren Raketenmotorrad fährt. Aber gegen den die Zeit, die er braucht. Wir kriegen dann das Zeichen für seine spezielle Musik. Drei, zwei, eins, go!